Schatten nach dir. Ja, mal gucken, Alter. Bin ich gespannt. Oder? Doch, das könnte klappen, Alter. Jetzt geht's los, Ich pass kann auf. die Armee, die hier befestigt ist, die kann ich angreifen. Das klappt, Alter, das klappt. So mache ich das. Ach, die da! Echt? Ja. Ach, das ist natürlich geil, wenn die fällt. Und die kann ja nicht zurück. Wenn die befestigt ist, glaube ich nicht, dass die Rückzug machen kann. Relativ sicher. Diesmal keine Gefangenen, ne? Aggressiv, Dicker. Die darf sich nicht zurückziehen, Ja. sonst wird die wieder aufgeladen. So, Warum sie Athen nicht ist. wieder feststeht? Dass Athen nicht irgendwie schnell versucht, noch ein Bündnis mit Sparta oder so einzugehen. Die sind zu Ja, machen stolz. sie vielleicht, die noch in den Krieg mit reinziehen, aber wenn ich Sparta wäre, ich jetzt vielleicht auch nicht gemacht. Ja, ich meine, das ist Doch, aber natürlich. das war ein guter Move. Das war eine gute Runde von uns beiden. Also das war, glaube ich, im Endeffekt jetzt entscheidend. Jetzt sollte eigentlich nichts passieren. Navisos kannst du im Grunde genommen ja auch bald angreifen. Ja, öffentliche Ordnung. Ich glaube, das ist das Einzige, was ein bisschen nervt dann in Thrakien. Das könnte nächste Runde auch schon deutlich besser aussehen. Ich muss echt ein bisschen aufladen hier. Drei Runden, da sind meine. Ja, gut, drei Runden sind meine Armeen wieder voll, wa? Oh, das is ist es. Und was machen die Typen hier? Die plündern. Die Wichser, Alter. Ah, ich habe die von der Aber in welchem Land denn? kulturelle Unterschiede ist ziemlich gefies, Alter. Und Gebäude sind Ja, teilweise man, auch tut der übelst zu Unterschiede, verunreinigt. das tut richtig weh, ja. Das ist das Gute bei mir hier mit Athen und so. Da ist nämlich. Ist alles hellenistisch oder hellenisch. Dachte ich eigentlich. Das stimmt, wenn die Gebäude fertig sind, das macht noch gut plus öffentliche Ordnung, wenn die Gebäude hier durch sind. Ja, Ah, hier mal du, super. das ist gut hier. Na gut, ich meine, Sparta muss eigentlich wissen, was danach den Leuten blüht, ne? Gut, mit Ägypten muss man aufpassen, können die einfach eigentlich nicht Sparta so angreifen. Das ist schon krass. Mal gucken. Wie sieht's eigentlich da hinten in Baktrien aus? Alter, wenn du mal Tab drückst, Baktrien hat ein bisschen was eingenommen, muss man dazu sagen. Ja, na klar, die vorher gegen sind, die waren die kleinen. Ich habe jetzt einen Verbündeten weniger. Sehr gut. Und? Sehr gut. So. Ich bin gespannt. Vielleicht hat Baktrien eine Chance gegen die. Das wäre super. Wie greift man danach an, Alex? Wer sieht auch nicht. Keine Ahnung. Die Averna sind uns ja auch nicht so gern, so doll. Oh, die können mich immer noch nicht leiden, die Assis, Alter. Ich hab denen so viel Geld in was geschoben. Mach jetzt nicht mehr, Digga. Mach jetzt nicht mehr. Also. Doch, ich will den Handlungs. Schieb mir Geld in den Arsch. Ich brauch's. Ich brauch's ganz Ich will dringend. ein Handelsabkommen. Hast du ein Handelsabkommen mit denen? Mann, Alter, die hassen mich. Die hassen mich, Mann. Also nicht. Aber es macht 339. Oh, wow. Aber das heißt mit den Louisianern, oder? Abkommen mit Ägypten? Naja, die haben einfach, weil wir einfach mit allen Leuten Abkommen haben, die die nicht mögen. Lusitanern habe ich, glaube ich. Ja, habe ich. Mit Rom können wir wieder machen. Cool. Immer mal wieder mit Rom. Alter, es geht nicht, weil die wollen einfach nicht. Oh. Mögen dich einfach nicht. Ich mag dich auch nicht. Wer ist er denn hier, sag mal? Haben wir eigentlich eine Forschungsrate? Ich habe eine Forschungsrate von 169% habe ich Forschungsrate. Nicht schlecht. 169? Tendenz steigend. Nice. Ich habe 116. Was man. Ja, ich baue echt ein paar Bibliotheken gerade so ein bisschen. Baue die auch aus.
Liegt natürlich daran. So, Digga, was los? Weiter geht's. Also ich werde jetzt oben wahrscheinlich gute Runde, wa? An Queen kommen. Ja, definitiv. Achso, nächste Runde vielleicht Athen jetzt schon. Sehr gut. Die hauen ab und die sind da, okay. Wo holen die denn die ganzen Armeen her? Der ist unfassbar. Aber theoretisch kannst du ja Navisos jetzt angreifen, oder? Wen? Navisos? Möglich, könnte ich machen, ja. Nein, aber dann habe ich so auf jeden Fall Minusprozente dann in der. Nee, ich meine, das darauf, da wirst du wahrscheinlich drum rumkommen. Ich mache nur fünf bis zur Runde. Deswegen, also ich meine, du machst ja alleine minus 35, wenn du wieder was einnimmst. Also, ja, stimmt schon. Das dauert ewig. War mal eine neue Armee auf dem Weg. Alles gut, das ist auf jeden Fall wichtig. So, gucken wir mal, was ist das denn? Krieg erklärt, Norica und Sparta. Ja, Sparta kriegt jetzt von allen Seiten auf den Sack. Das ist schon clever eigentlich von denen, dass sie sich jetzt nicht nochmal sozusagen einen neuen Kriegsgegner holen mit uns. Also das ist, was ist logisch, das ist irgendwie... Würde ich auch so machen. So. Zu euren Diensten. Was ich eigentlich mal machen müsste, wäre... Gucken, was in Degesta ist. Habe ich gar nicht geguckt. Ich voll depp. Hallo, läuft's neu noch hin? Ja. Ach, da ist auch nichts. Wo sind denn die Armeen, sag mal? Mein Herr. Na, von Dings? Warte, ich glaube, die haben da oben keine mehr. Die hatten noch hier unten 3, 4, 5 oder so. 3, 4, das eine fertig machen. Ich mach jetzt auf jeden Fall nächste Ding da. Hast du... Na, ich bin hier schon wieder nach Geld vor. Ich hab Alter. Zwei hätte ich gemacht. Guck mal, die Garnisonsarmee hat Schild. Haben gute Schilde. Was ist denn da passiert, Alter? Wie schlecht. Weh, die töten was von mir. Wir haben sogar coole Sachen gebaut hier. Zack. Zack, zack, zack. So. Oh Gott. Wieder entwickeln. Was kriegen wir hier für tolle Boni? Also richtig. So richtig haut mich jetzt nicht alles um. Oh, was soll's. So, hier können wir ihn schon mal nehmen und mal dahin laufen. Kann er noch wohin? Nee. Sag mal, die sind da jetzt? Sind sie ja. Ich könnte jetzt auch Sidestia noch einnehmen. Ich weiß halt nicht, wo sie sind. Doch dazu, oder? Ja, sie sind hier nicht. So sagt es, hier oben bei mir sind keine Armeen mehr, oder was? Ja, ich kann mir... Oh, cool, da gibt's Blei 120. Ach, schön. Was soll's, Digga. Komm, scheiß drauf, Quatsch. Alter. Man muss auch mal ein bisschen was restieren hier. Ab geht da. Also nicht restieren von wegen, dass ich das Gewicht hier gewinne, sondern dass hier nicht nirgendwo einer hier im Hinterhalt ist und nächste Runde... meine angeschlagene Armee platt machen möchte. So, neue Provinz! Dim, 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 dim. Das Ding ist, dass Athen jetzt gerade so viele Gebiete in kurzer Zeit verloren hat. Das können die wirtschaftlich doch gar nicht ausgleichen. Nee, die haben auch genug Armeen verloren. Das steht schon im guten Verhältnis zueinander. Nur satt.
Oh, Stufe 3, Rüstungsschmied. Der macht 20% bei allem. Krass. 20! Ey, ja dann, das bringt mir gar nichts, oder was? Weil ich hier nichts baue. Nee, doch, du kannst deine Einheiten alle upgraden. Dann haben wir Einheiten upgraden, genau. Jo. Ja, toll, hast, okay. Hast du mal Geld? Ein Bataillon, Digga, ein Bataillon, ja? Nee, nicht ein Bataillon, sondern eine Armee, ja? 9000. Ja, das hat er vorhin auch gemacht. Ich doch erzählt. Hab ich Pferde der Stufe 2. 9000. Ich glaube, takt, Alter. Ich mach 3000 die Runde. Wie soll ich dann 9000? Also, Jungs, stimmt was. Yeah, Mann. Digga, was habe ich für eine Schatzkammer? Wie viel Geld habe ich in der Schatzkammer? Derzeit die Schatzkammer, Tom, du hast 3 Versuche. Ja, 900? Nein. 2000? Nein. 2000 gut geraten. 1. Was? Nein, nein. Ja. 1. Nice, nice. Schön. Gut. So muss das, ne? So, ich versuche mal Athen anzugreifen. Hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, meine ganzen Armeen kämpfen alle mit. Alter Schwede. Das ist ein Kampf hier, Alter. Oh, geil, Mann. Die haben eine schöne Bastion, Alter. Jungs, das ist meine Flotte! Zum ersten Mal im Einsatz. Boom, Jungs. Guck dir mal an. Da ist ja nichts. Guck mal das Banner an von der Flotte. Da ist ja nichts passiert. Mit den Jungs. Er tut dir das an. Ja, nichts. Gott. Der hat nicht mitgekämpft, ganz einfach. Wie ganz einfach? Willst du dich verarschen, Alter? Die haben alles gemacht. So. Athen. Schön für Athen. Die haben Stufe 2 Pionierwerkstatt. Gefällt mir. Jungs, wir machen Athen zum Tor der Welt. Was haltet ihr davon? Ich bin dafür. Digga, kannst du mir noch ein bisschen Geld geben eigentlich? Ist das möglich oder nicht? Ja, schon doch. Wie viel brauche ich denn? Ich brauche eigentlich nur... Wenn es nicht allzu viel ist? Ja, ich weiß nicht, wie viel ich von dir kriegen kann. Ich brauche ein bisschen mehr als 2000. Seid gegrüßt, ehrenwerter Freund. Hast du? Fühlt euch wie ja, ich kann nur 2000 oder 4000. Irgendwann nehme ich sie noch zurück. Irgendwann. So, dann würde ich nämlich jetzt hier schon mal einen Hafen entwickeln. Der dauert 8 Runden, Alter. Das ist mir echt... Das wäre ganz nett, wenn das jetzt schon wäre. So, dann tue ich nochmal rum. Ob noch irgendwas im Preisaufschreiben gewonnen hat. Da. 300 noch. Bah, Alter. Also ich finde ganz ehrlich, ach Gott, Akakius hat noch eine Fähigkeit. Ah, meine Flotte, nice. Meine Flotte braucht, was brauchen die eigentlich? Nichts brauchen die. Autorität brauchen sie, fertig. So ja, das war nochmal eine schöne Runde. Ich glaube, ich habe drei Gebiete eingenommen. Nein! Naja. Achso, und Larisa kann ich auch da einnehmen. Jetzt ist mein guter General gestorben. Ah, schade. Oh. Digga, nochmal kurz zu den Territorien. Ich würde dir Illyria geben, wenn du mir Makedonien dann gibst. Ist das ein Deal? Oh, warte kurz. Nimm mal kurz auf die Karte gucken. Illyria, also es geht da natürlich dann um Sparta insgesamt. Weil dann würde ich nämlich jetzt also Athen. Dann würde ich jetzt nämlich gleich weitermachen dabei Athen und dann Larisa einnehmen, weißt du? Also wollen wir jetzt auf jeden Fall sofort gegen Sparta kämpfen. Nee. Ich will nur weiter bei Athen machen, dann dass ich die Provinz da, also dass ich die Region da einnehme. Weißt du? Über Athen ja. Ist doch so eine Region, also über der Stadt Athen ist doch eine athenische Region, die ich noch einnehmen muss. Aber die gehört. Ach, Larissa, ja. So, aber die ja, gehört doch, ja zu Makedonien. Ja, doch, okay. Gut. Ja, mach das. Okay. Nee, Sparta müssen wir mal gucken. Ich habe halt Angst wegen Ägypten, ne? Die sind relativ stark.
haben noch Zypern und, wie heißt die komische anderen gelben da, Kyrenea oder sowas? Aber ich kann auch nachgucken. Da. Ja, fast. Kyrenaika haben sie noch als Verbündeten, beziehungsweise als Satrapie. Das heißt, wir würden, wenn wir Sparta angreifen, eigentlich vier verschiedene Völker angreifen. Das halt, weiß ich nicht, ey. Das ist schon krass. Das Ding ist, Sparta ist sowieso im Untergang. Oh, das sieht auch gut aus. Navisos, also nimmst du ein. Boah. Jawohl, immer Rinder, Alter. Aber wir fegen ja ganz schön rüber über Athen. Wir nächste Runde in die nächste Rebellion. Naja, soll ja auch nicht langweilig werden. Aber es klappt, Digga. Minus 7 nur. Nee, ich hoffe, mache ich jetzt gleich die letzte Runde noch perfekt. Doch, das muss klappen, aber die hat... Minus 13, klappt doch, Digga. Alles gut. Den 11 Garnison. Antea? Nee, 15 Garnison. Muss die Schiffe noch mitzählen. Arithea? Oh, stimmt. Nee, dann lasse ich's, wa? Der schaffst du locker mit deinen Typen, ne? Klar. Nee, obwohl, vielleicht verlierst du mal, das wäre doof. Ja, das wäre doof, wenn du was verlierst. Aber du hast auf jeden Fall noch einen Admiral. Den kannst du noch mitschicken. Ist ein Schiff mehr. Und das Schiff von deinem Admiral ist wahrscheinlich so doof wie alle vier von dem vom Gegner zusammen. Ich weiß nicht, musst du gucken. Machen wir da kämpfen 11 gegen 20? Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Die 15, schön noch. 15. Ach, die kann nächste Runde haben, kann ich einfach die andere Armee noch mitnehmen. Genau. Warte jetzt einfach nur und ist jetzt auch egal. Genau, macht das. Na, jetzt Glückwunsch, jetzt hast du Blei. Was bringt denn Blei eigentlich? Blei ist das da. Ich hab Stahl, Stahl habe ich aber schon. Eisen habe ich aber schon. Okay. Du, was bringt denn Blei? Ich weiß nicht, ich habe jetzt zum ersten Mal. Was? Da habe ich irgendwas abgerissen. Ah, okay. Hoplitenkaserne. Ansonsten habe ich halt hier nur eine... Nein, nein, Blei. Du musst bei Blei, musst du dann bei Navisos auf das Hauptgebäude gehen. Auf das erste Gebäude. Da musst du gucken, was es bringt. Da steht Blei. Was. Blei. Schachtmine. Schachtmine, also eine Mine einfach noch. Nur Geld, oder? Wachstum. Wachstum? Ja. Okay. Ja, und halt den Handelsrohstoff der 120 Blei. Ja, das ist richtig. Wahrscheinlich auch machen. Das ist richtig, ja. Na gut. Jo. Dort. Ich glaube, die Averne haben jetzt die Oberhand gegen Sparta. Muss man mal gucken, wie das, ob die ja weiter einnehmen. Ich meine, ganz ehrlich, lieber die Averne, obwohl die Averne wahrscheinlich uns auch nicht so doll. Oh, was mit den Averne? Nichts, okay. Ja, lieber die Averne, weil Sparta können wir nicht angreifen im Moment. Oh, das ist auch eine. Oh, die ist bei dir, okay. Bei dir ist gut. Oh oh! Oh oh! Kämpfen die mit? Scheiße! Kämpfen die mit? Ja, die kämpfen beide. Scheiße! Wie sieht's aus? Wir haben eine Stadt. Wir haben eine Stadt. 1. 3. 6. Ja, können wir überlegen, können wir versuchen. Weil sonst verlierst du hundertprozentig. Und dann sehen wir mal eine richtig schöne Massenschlacht. Oh, Digga. Oh, ich bock drauf. Wir haben mit eh relativ viel schon geschafft, so ist es nicht. Komm, mach die Schlacht, Digga. Ich muss zusehen, ne? Ja. Ach du Schande. Na, was haben sie... Na, wir gucken gleich mal, was sie haben, Digga. Ach Gott, der ganzen Batterie... Ach, du hast hier nur Pferde. Oh Gott. Und die haben Hopliten. Na, super. Da haben sie noch eine Balliste. Oh Gott. Willst du mir die Bohnen schützen? Nee. Wollen wir... Wie wollen wir es machen, Digga? Was gibst du mir? Ich hätte gern ein bisschen Kavallerie. So 3 Stück vielleicht. Und, weiß ich nicht, 3 Bodenschützen oder, ja, 3, 4 Bodenschützen? Achso, er hört mich, glaube ich, nicht. Deswegen. Oh Mensch, 15 Mann Garnisonsarmee kriegen wir noch. Juhu! Die Hopliten können wir natürlich mit den
Kann man nicht viel machen. Und wir haben keine Stadtmauer. Ach du Scheiße. Ich dachte, wir hätten wenigstens noch eine Stadtmauer, aber das ist natürlich... Das ist fies. Das Problem ist, wir haben keine Garnisonsarmee, ne? Na, ich glaube 15 Mann kriegen wir. Hab ich gerade gesehen. 15 Mann. Also haben wir keine. Ja, das sind, glaube ich, die ganz hinten stehen. Die Vollpfosten. So, was willst du denn haben? Auch schon überlegt. Also ich würde gerne natürlich ein bisschen Kavallerie, so 3 Stück vielleicht. Dann natürlich ein paar Bodenschützen-Kavallerie. Vielleicht auch 3 Stück. Na. Dass ich mit denen so ein bisschen... Ich gebe dir einfach die Hälfte, was hältst du? Nein, gib mir nicht die Hälfte, ich will nicht die Hälfte. Also 3 kannst du schon mal machen. Plus... Ja, ich kann... General, Nee, du brauchst den General für deine Hauptarmee. Da musst du dann ordentlich durchbrechen und ordentlich was machen können. Was machen wir mit den komischen... Er nimmt mir die Garnisonsarmee noch. Die willst du ja eh nicht haben, wahrscheinlich. Die 3 Honken, Alter. Gott, ey. Die können gar nichts. So, mach noch nicht los. Ich muss hier... Wollen wir die schon mal aufs offene Feld stellen? Was hältst du denn von der Idee? Ja, das ist halt die Frage, was jetzt, wir können nur gewinnen, wenn wir echt ein bisschen Taktik beweisen. Das ist jetzt echt die Frage. Also ich... Ich würde sie halt, was heißt offenes Feld? Das sind halt Hopliten und so, ne? Also das... Aber die haben Belagerungseinheiten, Digga. Wir müssen eigentlich sofort hin und die Belagerungseinheiten finken, ansonsten töten die uns. Oder? Na, wir haben ja keine Garnison, die können ja einfach reinballern. Ach, stimmt, das sind Riesenballisten. Ich würde dann sagen, dann nehme ich die Flanke, du machst den Hauptangriff durch die Mitte und ich nehme die Flanke. Wirklich? Soll ich drauf reiten oder was? Warte mal, ja, mach. Ja, klar. Aber mach noch nicht bereit, ja, weil ich muss ihn auch. Muss ihn noch einstellen. Also ich sag dir, wenn du. Ne, wenn du kannst, noch nicht. Achso, ist wirklich drauf? Kann ich hier Keilformation machen? Armenisch, Kaukasisch, Persisch, was sind das? Formation. Ja, tun wir irgendwelche Formationen machen? Doppelreihe. Geordnete Doppelreihe, Dreier. Raute? Einer kam vorne. Geordnete Einzel. Einer, Angriffsformation, Angriffsbonus, Nahkampfangriff, so, Beschleunigung, Nahkampfabwehr. In Routenformation. Okay, also wenn du reinreitest, eigentlich Raute. Ja, habe ich jetzt gemacht. Warte mal, ich muss noch ganz kurz... Was mache ich denn mit meinen normalen Soldaten? Die können ja gar nichts. Die stelle ich ja einfach in die Mitte. Die stelle ich hier quasi in die Mitte und warte, dass die Gegner... Weil wir haben so einen Dorfplatz hier, weißt du? Ja. Man lass die Garnison einfach drinnen, wir müssen die einfach in die Flucht schlagen vorne. Wenn wir das schaffen, dann können wir nicht gewinnen. Ja, das Problem ist ja nur die Hälfte der Armee. Wir müssen halt jetzt schnell drauf, bevor die Dingsbums da ist. Ja, warte, dann muss ich versuche die Steinschleuderer niederzureiten und die anderen mit den Fernkämpfern zu. Ja, wie gesagt, ich gehe außen rum und komme dann von der Seite. Genau. Was soll ich jetzt mit den Ballisten machen? Soll ich die erstmal links liegen lassen oder? Entweder durchreiten, das wäre eine Idee. Geht. Du kannst. Geht das, meinst du, das geht? Einfach drüber reiten, einfach auf die Einheiten, weil ich meine, wenn die Ballisten können ja nur Fernkampf schießen. Das heißt, wenn du da zu nah dran bist, dann sind die eh scheißegal. Und sofort einfach drauf, ja, stimmt schon. Einfach drauf und einfach auf die normalen Einheiten gehen. Scheiß auf die Ballisten, dann wenn du dann einmal nah dran bist, dann ist vorbei. Okay, von mir aus könnten wir loslaufen. Oh Gott, Jungs, das wird nichts. Ich würde mit nur wenigen Einheiten genau vorne frontal drauf und mit den anderen versuchen von der Seite ran. Von welcher Seite kommst du denn? Ja, wo voll? Von links. Wenn du drauf guckst, von links. Na gut, dann versuche ich den anderen von... Versuche ich mir den anderen von rechts drauf zu reiten, okay? So ein bisschen halt ein bisschen von rechts reinfallen und nicht direkt von. Also du reitest jetzt sofort los, oder nicht? Ja. Okay. Gut, das von mir aus können wir Schlacht starten. Warte. Kurz.
Okay.